Nächster Halt, Kiel. Der Infocast Kiel. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Sascha Nossol und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kiel in 100 Sekunden. Ungefähr 60 Bürgerinnen und Bürger haben am Montagabend im Kulturcafé in 5 Arbeitsgruppen über die Zukunft des Mestis diskutiert. Besonders leidenschaftlich dabei waren die Vertreterinnen und Vertreter der Kieler Vereine. Und das aus gutem Grund. Die Vereine sollen in Zukunft der Dreh- und Angelpunkt des Mestis sein. Wie genau? Zum einen durch Mitmachaktionen und Bühnenauftritte und zum anderen durch den Betrieb von Essens- und Getränkeständen. Letzteres war in der Vergangenheit oft der Knackpunkt. Die Standgebühren waren für viele Vereine einfach zu hoch. Keine Neuigkeit für Wirtschaftsförderin Fiona Hertel. Deshalb versicherte sie den Vereinsvertreterinnen und Vertretern, dass die Gebühren für sie zukünftig deutlich niedriger ausfallen werden. Eifrig diskutiert wurde auch in den anderen Arbeitsgruppen. Wenn ihr wissen wollt, worüber, dann schaut doch einfach mal auf kiel.de nach. Fast aus den Nähten geplatzt ist die Aula der Tuller Realschule bei der Konferenz der Jugendstiftung Baden-Württemberg am vergangenen Donnerstag. Schülerinnen und Schüler von 5 Kehler und 2 Willstädter Schulen nutzten die Gelegenheit, ihren Sorgen und Bedürfnissen Gehör zu verschaffen. Oberbürgermeister Wolfram Britz versicherte den Jugendlichen in seinem Grußwort, dass es ihm besonders wichtig ist, dass die erarbeiteten Ergebnisse in die Stadtpolitik einfließen sollen. In 10 Arbeitsgruppen strukturierten die Jugendlichen anschließend konzentriert ihre Gedanken zu verschiedenen Themen wie einer besseren gesellschaftlichen Beteiligung von Jugendlichen, berufliche Orientierung und Zukunft der Schulen. Die abschließende Rückmeldung der jungen Leute fiel dann auch ausschließlich positiv aus. Vorbei ist das Projekt damit aber noch nicht. Eine Delegation von Kieler Jugendlichen wird bei der Abschlusskonferenz mit Landesministerin Theresa Schopper und Minister Manne Lucha in Stuttgart dabei sein. Mehr zu den Ergebnissen der Konferenz findet ihr auf kiel.de. Kunst gegen den Krieg. Mit Gemälden, Collagen und Fotos wehren sich 3 ukrainische Künstlerinnen und 2 Künstler, alle aus Kiel, gegen die russische Zerstörungswut und den Angriff auf die kulturelle Identität ihrer Heimat. Zu sehen sind ihre mutigen Werke, die neben Düsternis, Trümmern und Tod auch Hoffnung aufscheinen lassen, noch bis zum 28. Juli in den Fluren des Kulturhauses. Der Eintritt ist frei. Die Künstlerinnen und Künstler bieten begleitend zur Ausstellung auch Workshops an, denn sie möchten mit Kehlerinnen und Kehlern gerne ins Gespräch kommen. Sie sehen die Ausstellung auch als Plattform für einen Dialog. Genauer beleuchtet. Heute ist ein besonderer Tag. Am 21. Juni ist die Nacht am kürzesten oder anders ausgedrückt, es bleibt am längsten hell. In Frankreich wird die Sommersonnenwende alljährlich mit der Fête de la Musique gefeiert. Das gilt natürlich auch für Straßburg. Etwa 50.000 Menschen kommen hier in der Regel zusammen. Wer noch nie dort war, unbedingt empfehlenswert. Auf allen Plätzen und in den Straßen der Innenstadt wird Musik gemacht. Von Profis und Amateuren, von Bands mit langer Geschichte oder von Newcomern. Die Hauptbühne steht auf dem Kleberplatz. Um 18 Uhr geht es los. Gegen 23 Uhr klingt die Musik langsam aus. Wenn ihr dabei sein wollt, nehmt auf alle Fälle die Tram. Die komplette Innenstadtinsel und mit ihr die dort liegenden Parkhäuser sind für den motorisierten Verkehr gesperrt. Doch auch außerhalb der Fête de la Musique gilt, mit der Tram gelangt ihr quasi zu jeder Zeit bequem und umweltfreundlich in unsere Nachbarstadt. Damit dies so bleibt, halten die Straßburger Verkehrsbetriebe CTS das Schienennetz mit regelmäßigen Wartungsarbeiten gut in Schuss. Diese finden immer in den französischen Schulferien und damit in der Zeit statt, in welcher viele Familien im Urlaub sind. Betroffen davon ist in diesem Sommer auch die grenzübergreifende Tramlinie D, und zwar in 2 Bauabschnitten vom 3. bis zum 21. Juli. Um es vorwegzunehmen, die Straßburger City bleibt für euch weiterhin gut erreichbar, allerdings müsst ihr einmal umsteigen. Dass die Wartungsarbeiten an den Gleisen in diesem Sommer parallel zu der Sanierung der Europabrücke stattfindet, ist keine Frage suboptimal, aber eben leider nicht zu vermeiden. In der ersten Bauphase, die am 3. Juli beginnt, sind die Tramlinien D und E zwischen den Haltestellen Landsberg und Étoile-Bourges unterbrochen. Ihr könnt aber an den Haltestellen Jean Jaurès oder Landsberg in Tramlinien umsteigen, die euch in die Innenstadt oder zum Straßburger Bahnhof bringen. In der zweiten Phase ab dem 10. Juli verkehrt die Tram D dann nur noch zwischen der Haltestelle Landsberg und Kehl. Wieder gilt, einfach in die anderen Linien in Richtung Innenstadt umsteigen oder den Ersatzbus zwischen den Haltestellen Landsberg und Étoile-Bourges nehmen. Wem das jetzt zu viel Information war, ihr könnt das in den kommenden Tagen bequem auf kehl.de nachlesen. Wenn ihr eure Fahrt nach Straßburg plant, schaut kurz auf der Homepage der CTS nach der aktuellen Lage oder noch einfacher, lasst euch in der CTS-App die Verbindungen in Echtzeit anzeigen. Dort werdet ihr auch über kurzzeitige aktuelle Störungen informiert. Kiel erleben.
Um sogenannte Landart geht es bei einer Ausstellung im unbekannten Forstobjekt, kurz UFO, ab Samstag, 24. Juni. Das Kunstgenre entstand in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Kunstschaffenden ihre Werke in der Natur und unter Verwendung natürlicher Materialien anfertigen. Ein wichtiger Aspekt der Landart ist die Vergänglichkeit der Kunstwerke. Sie können sich im Laufe der Zeit verändern oder ganz verschwinden. Im UFO könnt ihr euch in der Rheinstadt arrangierte Landart-Kunstwerke anschauen, die unter anderem von Schulklassen stammen, die beim grünen Klassenzimmer mitgemacht haben. Wenn ihr Lust darauf habt, dann kommt doch mal zu den üblichen Öffnungszeiten vorbei. Ihr habt dazu bis zum 23. Juli Gelegenheit. Der Eintritt ist frei. Am Samstag ist es wieder soweit. Die Straßburger Philharmoniker laden zum Open-Air-Konzert in den Garten der zwei Ufer ein. Je nach Wetterlage versammeln sich zu diesem Ereignis zwischen 10.000 und 15.000 Menschen auf der Wiese vor der großen Bühne. Los geht es, wie immer, bei Einbruch der Dunkelheit um 21.30 Uhr. Und wie immer wird das genaue Programm nicht verraten. Sicher ist nur, das Thema ist das Tanzen. Das Motto Tanz steht über der gesamten Veranstaltung Symphonie des Arts, die bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr mit einer musikalisch umrahmten Präsentation von Bildern über Tanz und Bewegung beginnt. Bei der anschließenden Jam-Session ist das Publikum zum Mittanzen eingeladen. Der Abend endet mit Open-Air-Kino und dem Film Encore. Auch am Sonntag darf getanzt werden. Die ersten Workshops beginnen bereits um 9.30 Uhr. Musikalische Unterhaltung und Möglichkeit zum Tanz gibt es von 14 Uhr an bis in den frühen Abend hinein. Die Symphonie des Arts endet mit dem Film über die getanzte Oper Les Indes Galantes von Clément Cogitor. Die Vorführung beginnt um 21.30 Uhr. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Weil alles unter freiem Himmel stattfindet, können sich Anfangszeiten ändern oder auch Veranstaltungen abgesagt werden. Und zum Schluss? Zum Abschluss des Infocasts geht ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Wünsche, Ideen und Anregungen könnt ihr per E-Mail an pressestelle@stadt-kehl.de schreiben. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Sascha Nossol, der Infocast Kehl.